Ein Soldatenfriedhof in Ohio. Unbekannte haben hier das Denkmal eines Südstaatensoldaten geköpft. Es ist nur eine von vielen konföderierten Statuen, die seit Charlottesville verunstaltet wurden. Für viele sind sie rassistische Symbole für die dunkle Zeit der Sklaverei in Amerika. In Charlottesville hatten Neonazis gegen den Abriss eines solchen Denkmals protestiert. 10 Tage nach dem Aufmarsch tagte jetzt erstmals der Stadtrat von Charlottesville. Wütende Bewohner warfen dem Bürgermeister vor, die Stadt der Gewalt der Neonazis überlassen zu haben. Dieser ließ mehrere von ihnen rauswerfen. Der Ku Klux Klan und Neonazis können herkommen und sagen, was sie wollen, und wir Bürger dürfen das nicht? Das ist lächerlich. Sie haben soeben 3 Leute hier rausgezerrt, weil sie ihre Meinung frei geäußert haben. Die 3 Teilnehmer sollen im Anschluss festgenommen worden sein. Ihre Wut entzündete sich auch daran, dass der Stadtrat die Gewalt von Charlottesville nicht in die Tagesordnung der Sitzung aufgenommen hatte.